Oh nein! Life goes by, you got no time to rest. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von WWE Legends of WrestleMania Legend Kölner Mode. Wir sind bei der zweiten Serie, immer noch mit Bret Hart als Endziel. Und wir haben in der letzten oder in der ersten Episode von dieser Serie 4 Leute geschafft. Das ist, glaube ich, ein Rekord für mich jedenfalls. Und sind jetzt schon beim dritten Kettenlevel mit HBK, obwohl wir erst eine Minute oder so mit ihm wresteln. Und mal sehen, wie schnell wir hier durchkommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe, ihr ebenso. Hier auf meinem Weg zum Legend-Killer-Status. Ich musste bis jetzt auch nur einmal meinen Gesundheitstaunts einsetzen. Weil es sonst ziemlich knapp gewesen worden wäre. Nee, nicht unbedingt, aber da hätte man es gebrauchen hätte können. So, HBK. Wir bekommen also ein paar Piledriver ab. Und ja, finde ich echt cool, dass ihr so lange dabei bleibt, für alle, die noch zugucken. Vor allem, weil Legends of WrestleMania schon eine ganze Weile geht. Wenn das, ja, kann auch sein, dass ich dann, wenn es immer weniger werden, muss ich halt dann irgendwann abbrechen oder so. Ich weiß nicht ganz, weil der Legend-Killer-Modus natürlich recht eintönig. Aber wenn ihr weiterhin Bock darauf habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oder was euch an dem Modus gut gefällt. Ja. Olé! Und dann gucken wir mal, wie das denn sich weiter verhält. So. Scheiße auf den Finisher, ihr kennt meine Strategie. Okay, hier könnte ich mal Gesundheitstaunts gleich ausprobieren oder nutzen. Ah, perfekt. Kommt zurück, mein Freund. Wirk. Jawoll. Dieser Down. Ich komme dann noch einmal ein Piledriver ab. Dann haben wir ihn fertig. Der blutet auch noch. So, das heißt jetzt erstmal raus kurz. Torte. Taunten, Genesung, perfekt. Nein. So, warte. Bitteschön! Und ein Stuhl. Bringt mir zwar aber nichts. Weil Kreis, Kreis. So, mal probieren mit so. Oh, Arschgesicht. Mist. Darf ich den Stuhl auch gar nicht benutzen oder was? So, Franz, beende doch, was du angefangen hast, auch wenn es keine Klicks bringen. Früher oder später sind genug Klicks auf Age of WrestleMania. Was? Was ist da für Logik? Nein, überhaupt nicht. Du kannst ja dann immer, wenn eine große Nachfrage besteht, kann ich ja immer noch weitermachen dann. X, oh! 4 gedrückt. So, wartet, wartet. Dann probieren wir gleich einen Finisher, Scrapbuster Pin. Und so weiter und so fort. Ha! Hat noch nie gemacht. Mit einem guten Frago. Jawohl. HBK, du bist am Dranzen. Jawohl, Werk. Oh nein! Nicht Werk, X. Okay. Mhm. Aber wir haben wieder Finisher, okay. Das passt ja denn. Dreieck, okay. So. Gott, Mann, ist mir egal jetzt. Kommt, das reicht. Weh, wenn nicht. Oh, jawohl. Immerhin geschafft. Zwar auf die voll noobige Art und Weise, mir egal. Wir wollen nur schnell durchkommen. Ziel, für mich jedenfalls. Und dementsprechend, weiter geht's. Damals, als die Stühle noch blau waren. Sagt Schrumpelfährt, so. Yokozuna auch noch, oh, come on. Mit der Gesundheit bin ich recht zufrieden. Ne? Hier steht hier, Husten und Gesundheit. So, vier. So. Also, ziemlich schnell. Oh, guck mal, wir haben einen Wurf gemacht. Und wir haben voll viel abgezogen. Wir haben voll viel abgezogen, ne? So. So. Okay. Und dann wollen wir nochmal Strong Rapper. Nein, ich wollte nochmal Quicktime Event machen. Weil die anscheinend voll viel bringen. Kann jetzt zwar nicht so gut, aber wenn sie mal durchgehen, ne? Ist natürlich dann umso besser. Hm, habt ihr gesehen? So, aufstehen bitte, mein Freund. Okay, so. So ungefähr X. Jawohl. Und.
Mal kommen, was nächstes ist. Call an Elbow Tie Up. Okay. Oh, das wird ein Superplex. Wir haben schon Finisher. Ging schnell. So. Ja, guck mal, da können wir eigentlich auch Finisher mal probieren, zumindest. Jawohl. Haben wenigstens auch nicht Schaden gemacht. Immer die abbrechen, weil das bringt mir aktuell nichts. Wenn er nicht rot ist. Nein. Nein. Ja. Yes. Ist das Submission Line? Die Beinschere? Okay. Nee. Hörst du mal auf? Okay, die Schläge wieder, bis er rot ist! Bis er rot ist! Ich seh gar nicht ein, was du hier machst mit mir. Da kommt der Kreis! Okay, ja, Neckbreaker, Pin-Versuch, würde ich mal behaupten, was? Schade, schade. Komm zurück! Okay! Leute, wir schaffen das hier noch. Ich sag, unter der 8. Minute kriegen wir ihn besiegt. 7 Minuten, 7. Minute wäre ein bisschen viel verlangt von mir, würde ich mal behaupten. Meine Submission, wenn er rot ist, ja, könnte ich machen, ist aber pissig. So, oder? So, wartet. Ah, wie war das nochmal? Ziehen oder so? Bin ich hier überhaupt? Oh, der kommt, probier nochmal. Cover jetzt hier. Unter 7 Minuten. Scheiße. Okay, mit 8 Minuten ist wahrscheinlich realistischer. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Mir entgegenkommen. Tust du? Ne, andersrum. Ich komme dir entgegen. Hat nicht so ganz funktioniert. Oh Gott! Der gefürchtete Handkantenschlag. Und. Guck mal, unsere Hände passen noch gar nicht drum. Jawohl! Small Roll-Up! Reicht uns aber nicht, deswegen habe ich abgebrochen. Pass auf. Okay, das soll es jetzt aber gewesen sein. Komm. Wer? Jawohl, nice. 37, circa. Okay, vielleicht schaffen wir noch zwei. Einen auf jeden Fall. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Wir sind bei der Hälfte der Episode angekommen, haben zwei Blöcke geschafft bisher. Wobei, Shawn Michaels natürlich schon zur Hälfte auch beim anderen Dings. Hä, wieso Bret Hart als siebtes? Warum? Bret Hart ist doch unser Endgegner, oder nicht? Hä? Hä? Verstehe nicht, vielleicht bekommen wir nochmal einen ultra krassen Bret Hart dann. Mal sehen, ne? Mal sehen. Okay. Nein. Bam. Okay, wir spammen jetzt die ganze Zeit nur Aktionen hier. Ich glaube, Schläge sind wirklich das Einfachste. Und das geht auch wirklich am schnellsten, ne? Kann das sein, wenn wir die einfach die ganze Zeit spammen? Okay. Kommt er zurück? Gibt's gar nicht. Ah, scheiße. Doch. So, Sleeper. Schlaf, Brett. Schlaf. Zack. Gutbuster. Okay, wir sind beim zweiten Kettenlevel gleich. Den wir unsere Schläge vorher ausgeführt haben und den Superman Dropkick. Ich wollte Superman Punch sagen, war weshalb auch immer. Als letztes kommt der ultra legendäre. Bret Hart, kann gut sein, sagt der Hannes. Okay. Wir sind jetzt mit dem Shoulderbreaker gut am Start, ne? Siebtes Match, danach fehlen also noch drei. Okay, Russian Flag Sweep! Ey, wir kommen echt gut aus mit der Gesundheit diesmal. Vielleicht. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ich habe nicht geübt oder sonst was, außer halt die Einspielmatches, aber die mache ich vor jeder Aufnahmesession. Okay. So. Das letzte kommt Owen Hart, auch wenn er nicht im Game ist, ganz genau. Da wird es wahrscheinlich sein. Wann war Owen Hart das letzte Mal in einem Videospiel? Wahrscheinlich, als er noch lebte, oder? Oder vielleicht Legends of Wrestling oder so? Wisst ihr das?
Wahrscheinlich, weiß ich nicht, auch N64 Games oder so. N64 Games. Okay. Wir haben ihn auf Rot. Gut, dann probiere ich gleich mit dem Finisher das Ganze zu erledigen. Aber er ist noch bei 1, beim ersten Kettenlevel. Kannst doch keinem erzählen. Was ist denn mit Brad Hart hier los? Okay, Pile Driver und dann Finisher. Dann geht's aber ab. Okay. So. Franz, aufmerksam sein. Hat nicht geklappt. Ist egal. Komm, bring zu Ende. Jawohl. Das Singer Splash hat den Sieg gebracht, immerhin. Nur mal sehen, wer kommt jetzt noch weiter? So. So. Stone Cold! Stone Cold! War doch Bret Hart da am Anfang bei der Statue oder nicht? Oder habe ich mich dafür geguckt? Ich könnte natürlich einfach nachgucken, wie es ist oder ist. Naja. Wir probieren unser Bestes. Wir haben noch sogar 3-4 Minuten für diese Episode hier. Wir müssen bisher wirklich nur einmal, nee, zweimal Gesundheitstorn einsetzen. Und weg! Jawohl. Wir sind bei der WrestleMania 16 Arena. Wenn mir nicht alles täuscht, wenn ich das da sehe. Okay. Du kannst reversen, wie du willst. Guck mal! Wir haben ihn gleich zur Hälfte geschwächt. Lauf mal schön unsere Schläge, jawohl. Guckt euch das mal ein! Guckt euch das mal an, meine ich. Alright! Okay. Ich bin geschmeckt, oh Gott. So, immer weiter. Der hält ja gar nichts aus. Und die Schläge sind voll overpowered, obwohl wir plus Overall 73 haben oder irgendwie so. Oh, was macht er denn jetzt hier? Ich habe ja überhaupt nicht gekonnt bekommen. Das ist schon fast peinlich. Nee. Jawohl. Auf Shame, mein Freund. Ich hab schon eine Grapple-Aktion gemacht. So, Owen Hart war bei Showdown Legends of Wrestling. Siehst du, sag ich doch, irgendein Legends of Wrestling war dabei. Auch zwei. Ist klar. Oh, komm. Schlimmer. Danke, Sokratos 1-2-3. Natürlich gut zu wissen, ne? Und mal gucken, ob man das Model von Legends of Wrestling von 2000 irgendwas, von 2002 extrahieren kann. Könnte man ja ein bisschen Schabernack damit treiben. Mit Schabernack meine ich in 2K15 nachbauen. So, wir haben ihn gleich besiegt, wenn mich nicht alles täuscht. So, Ding ist aber, ich würde gerne vorher erst noch ein bisschen Gesundheit tanken. Das heißt, wir gehen noch mal kurz raus. Tanken Genesung. Tanken Genesung. Bekommen Gesundheit und tanken somit. Bekommen somit Genesung, was auch immer. So. Oh, fuck. Da war er echt schneller mit seinem Laufen, als ich fertig war mit dem Erholen. Kriegen wir aber hin. So. Eigentlich würde ich ja gerne den Finisher-Ding beenden, ne? Aber ich glaube, das dauert mir zu lange. Da kommt er wieder zurück, unser Franco. Hast gedacht, wa? Suplex. Nee, aber eigentlich schaffen wir den Finisher. Guck euch mal an, wir sind gleich wieder fertig. Button Mashing! Jawohl. Aufstehen, mein Freund. Ja, gleich haben wir Kettenlevel 3. Okay. Schaffen wir wirklich schon wieder 4 Leute geschafft in der Episode, oder? Oder rechnen? Ja, muss richtig gerechnet haben. Cool! Ah, ich möchte ihn noch schaffen, diese Episode. Komm! So. Jawohl. Oh, weg. Okay, das ist das Ende. 1, 2, 3. Nice! So. So, mal sehen, wer unser vorletzter Gegner ist. Aber das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Ausgabe von Legends auf WrestleMania. Cowboy.
Ja, fahrt ihr dann erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Nicht vergessen, Daumen hoch zu geben, Apple-Block auszuschalten. Bis übermorgen, wenn ihr Bock habt, schon morgen, wenn ihr Teil des Super-Friends seid. Euer Franz, euer Verzockt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.